Immer noch auf dem Fahrrad, Herr Professor? Das ist wacker. Das Straßenbahnbillett kostet 50 Milliarden, Herr Hergesell. Da kaufe ich mir lieber eine anständige Zigarre. Mahlzeit. Mahlzeit, Herr Professor. War das nun spöttisch gemeint von dem Hergesell, das wacker Herr Professor? Glaub nicht. Hat es nur so gesagt. Oder meint er, ich bin schon zu alt, um... wirke vielleicht komisch auf dem Fahrrad. Ein Geschichtsprofessor, der radelt wie ein Bäckerjunge. Was ist eigentlich alt? Was jung? Jung, wo die Zukunft vorwaltet. Das sagt Novalis, ja. Novalis. Und alt, wo die Vergangenheit Vorrang hat. Wie bei dir, Abel Cornelius. Also alt. Komme ich denn zurecht mit der Gegenwart, dieser Unordnung, den Umwälzungen, gesetzlos, unzusammenhängend, wie sie sind? Stimmt nicht mehr überein. Die äußeren Tatsachen stimmen mit den inneren nicht mehr überein. Das ist Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit. Wenn zwei Demokratie sagen, ist es von vornherein wahrscheinlich, dass sie etwas Verschiedenes meinen. Ein schöner Empfang. Ja, Herr Professor, die Kinder entziffern sich wunderbar. Was gibt's Schönes zum Mittagessen, Anna? Graupensuppe und Würschenkoteletts. Kein Fleisch, sagen die Damen in der Küche. Dafür haben wir dann noch einen Pudding. Du liebe Güte. Hoffentlich schmeckt er nicht wieder nach Seife. Oder wir spielen Kissen. Eins von beiden ganz bestimmt. Will aber vier Herren spielen. Kissen! Hast du eine Asta Nielsen für mich, Xaver? Deine Taschen, greif rein. Danke dir. Der verehrte Kreis hält mich verdammt kurz. So was für ein Schmutz. Komm, Weißer, komm zum Wasser. So können wir doch nicht zum Essen gehen. Schmeckt's nicht? Durchaus. Durchaus. Du siehst abgemattet aus, meine Liebe. Solltest wirklich mal ein Bad aufsuchen. Vielleicht Kastein? Das ist auch zu dieser Jahreszeit nicht unangenehm. Und wer bezahlt das, Abel? Ich habe noch ein Schilling-Guthaben beim Albertina Verlag. Papa hat recht treuherzige Greise. Aber das ist doch ganz unmöglich. Ich kann nicht weg für ein paar Wochen bei diesem Drüber und Runter aller Dinge.
Übrigens gibt's heute Nachmittag Eier bei Frau Dirscher. Leider nur 5 Stück pro Haushalt, wie ich höre. Vielleicht sollten die Kinder... Das machen wir schon. Und Xaver kommt auch mit. Ein Zivil. Er vertritt die Familie Kleinsgütel. Jedoch gebricht es uns an den nötigen Zechinen. Hm. 200 Milliarden, das ist knapp. Wir wollen doch in verschiedenen Metamorphosen mit der Dirscherl aufscheinen und dadurch vielleicht etwas mehr Eier. Verstehst du, Greisler? Hm, verrückte Zeiten. Unzusammenhängend und frech. Nein, ohne mich. Da halte ich mich lieber an die Vergangenheit. Also das verstehe ich nicht, werter Greis. Dich als Historiker interessiert nicht, was heute passiert? Das geht uns doch viel mehr an. Ein Historiker liebt die Geschichte nicht, sofern sie geschieht, sondern sofern sie geschehen ist, mein Sohn. Einmal während des Krieges habe ich mich aktuell geäußert. Das langt mir. Danke. 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 Kaum sind ein paar Jahre vergangen, sieht alles ganz anders aus. Kann ich noch ein Würstchenkotelett haben? Aber gern. Wenn du so viel Lärm machst, dann kommst du in die Höhle bei Saun und unsere Herrschaften werden böse. Ich will essen, gleich essen. Wer so viel isst, der kriegt ganz fettes Blut und Blutentzündung und Luftentzündung, weil er mit dem dicken Bauch nicht mehr schnaufen kann. Und das Lurchen isst zu wenig. Aber heute wird alles auf Schnapp verliert, weil sonst schlechtes Wetter wird. Und der Herr Professor keine Geschichte erzählt. Erst mir. Zuerst kommt die Tame. Greislein, lass dich nun sanft gemahnen, denn sicher hast du es verdrängt. Es ist also morgen Nachmittag, dass wir unsere kleine Lustbarkeit haben sollten, unser Tänzchen mit Heringssalat. Da heißt es für deine Person, denn Fassung bewahren und nicht verzagen. Um 9 Uhr ist alles vorüber. Ist das schon fällig? Donnerstag, ja. Wie die Zeit verfliegt. Wann kommen Sie denn? Um 16:30 werden die Gäste wohl einlaufen, aber da bist du ja sowieso in deinem Gemach oben und beinahe ungestört. Und dann machst du deinen Spaziergang. Du kannst ja über die Terrasse entweichen, wenn du niemanden sehen willst. Oh, das nun doch nicht. Überdies habe ich am Nachmittag noch einen Kollegen. Morgen ist der einzige Abend der Woche, an dem Vanya nicht spielen muss. Neben anderen müsste er um 6:30 gehen. Das wäre doch sehr schmerzlich für alle Beteiligten. Worin ist denn Herr Herzl zu bewundern derzeit? Querbeet durch die ganze Literatur. Tasso, den Wedekind, Lulu. Verstehe gar nicht, dass er das angenommen hat. Das ist doch die Rolle der Frau. Ja, und dann probieren Sie gerade den Carlos. Er wird sicher wieder fabelhaft sein. Ich glaube, ihr überschätzt den Mann. Mitnichten. Ja, sind denn leidvolle Schreier angebracht für einen Karl Moor? Also mir gefiel das nicht damals. Das ist Expressionismus, verehrter Greis. Ach, das wusste ich nicht. Trotzdem, ich fand ihn sehr geziert in seinen Posen. Er ist doch Schauspieler und nicht Tänzer, denke ich. Ich würde mich so bewegen wie er, selbst wenn ich Kellner in Kairo wäre. Willst du damit deinen Berufswunsch andeuten? Wäre das so absurd? Oh, pardon. Was wirst du denn den Gästen anbieten, Gerda? Nun, Heringssalat. Das auf jeden Fall. Und belegte Brote. Sollte es nicht irgendetwas Ähnliches wie eine Torte geben? Das würde zu weit führen, Abel. Und die jungen Leute erwarten es gar nicht. Wie viel werden es denn morgen sein? Etwa 2 Dutzend, denke ich. Ja, Vanya, das ist gar keine schlechte Idee. Er sagt, wir sollen ihn auf der Probe besuchen. Ach so? Ach, der zweite Akt, die Szene mit der Eboli. Aha. Also gut, wir stehen nicht anzukommen. Mhm. Du stell dir vor, wir hatten eine Riesengaudi gestern. Wir haben sämtliche Visitenkarten, die hier im Haus zu finden waren, in die Briefkästen kreuz und quer geschmissen. Ja. Und jetzt denken die Leute, sie müssten Gott weiß, wem Gegenbesuche machen. Mhm. Zum Beispiel die Mätresse vom alten Rochberg glaubt jetzt, dass Weihbischof Althäusler ihr seine Aufwartung machen wollte. Du, Vanya, und dann? Ja. Ja, das erzähle ich dir nachher. Verzeih, meine Liebe. Schmeckt doch wieder nach Seife. Nach Mandeln und Seife. Schau, Mami, ganz viel voll. Schön, Weißer, da kannst du wirklich stolz sein. So,
Nun will ich mich noch einmal ganz gemütlich auf meinen Stuhl setzen und in aller Ruhe mir meine Zigarre in den Brand stecken. Das ist wirklich mein Lieblingsplatz, dieser wunderschöne Stuhl am Esstisch, der nur mir ganz alleine zugehört. Ich wäre wirklich sehr böse, wenn jemand es wagen würde. Wie? Was? Man hat mir ja ein Kissen unter meinen Stuhl gelegt. Was für ein hartes und unbequemes Kissen, auf dem ich so bemerkenswert unbequem sitze. Das ist... Oh! Ja, das ist ja gar kein Kissen. Das ist ja eine kleine Dame. Ich habe dich überhaupt nicht gehört. Leute. Ich schließe wie ein Kätzchen, Abel. Soll ich Sie wieder mit hinwegnehmen, Herr Professor? Ich schicke die Kinder dann nach oben, Anna. Ist recht. Ich werde mir das Telefon bald nicht mehr leisten können, wenn ihr es derart frequentiert. Das sind doch meistens die anderen, die anrufen, wer davor fragt. Und jetzt die Geschichte, Abel. Stellen Sie sich vor, mein Fräulein. Ich hatte die Geschichte den ganzen Vormittag bei mir. Aber gerade eben habe ich festgestellt, sie ist nicht mehr da. Sie muss mir auf der Heimfahrt vom Gepäckträger gerutscht sein. Geschichten sind doch im Kopf, Abel. Tja, meine ist mir vom Fahrrad gepurzelt. Morgen suchen wir sie. Vielleicht liegt sie irgendwo an der Isar. Gut, aber morgen bestimmt. Wird das noch gegessen? Ob sie hört, wird von rechts. Also, jetzt mach dich bereit, treuer Sklave. Stets dienstbereit. Worum geht's? Wir werden zuerst den Herrn Staatsschauspieler besuchen und dann zur Frau Dirschert von Zwängten Eiern. Sehr wohl. Auch Familie Kleinsgürtel hungert. Ich kann auf Entfernung die beiden beim besten Willen nicht auseinanderhalten. Wen? Mein Sohn Bernd und Xaver. Wie junge Muschiks sehen sie aus. Danke, mein Lieber. Ja, du nicht? Nein, ich gehe gleich rauf zu den Kleinen. Anna muss heute noch mal zum Zahnarzt. Es hat viel unnützes Gerede gegeben, sagt sie, weil sie sich bekanntlich neue Zähne habe setzen lassen. Anna geht offenbar davon aus, dass ihr Gebiss den Gesprächsstoff weiter Kreise bildet. Schlüssel. Schlüssel. Ja, so. So war's. Nun merke ich. Oh mein Gott. Abscheulich. Was habe ich getan? Abscheulich. Was habe ich getan? So tief herabgestürzt von allen meinen Himmeln. Oh, das ist schrecklich. Was entdeckt mich Gott? Was entdeck ich Gott? Ich bin nicht schuldig, Fürstin. Leidenschaft. Ein unglückseliger Missverstand. Bei Gott, ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Weg aus meinen Augen, um Gottes Willen. Weg aus meinen Augen, um Gottes Willen. Nimmermehr in dieser entsetzlichen Erschütterung sie verlassen. Aus Großmut, aus Barmherzigkeit, von meinen Augen hinaus. Wollen Sie mich morden? Ich hasse Sie. Ich hasse Ihren Anblick, heißt das, verdammt nochmal. Pardon? Ich hasse Ihren Anblick, Herr Herzog. So kann ich nicht probieren. Probieren nennst du das? So macht man das vielleicht in Brünn. In Brünn haben wir erstklassiges Theater gemacht. Wir haben mit dem Clavigo in Wien gastiert, und zwar an der Josefstadt. In diesem Theater standen Sie noch nicht auf dem Zettel, Herr Herzog. Ha! Was ist denn? Was ist denn, Kinder? Ihr werdet doch nicht meine Arbeit boykottieren. Ihr? Was heißt denn ihr? Sie sehen ja selbst, was hier vorgeht. Die Probe geht weiter. Und meinen Schlüssel geben Sie mir wieder. Wo haben Sie den anderen Brief? Den anderen? Wer ist diese Person? Was denn für einen anderen? Die Neuerwerbung, ein Fräulein Kovic. Von wem? Hier steht vom König. Oder glauben
Sie, ich kann nicht lesen. Ich bewundere Vanyas Geduld. Ich habe gesagt, die Probe geht weiter, nicht eure Streitereien. Also ich möchte wissen, ob die zur Premiere einen Text kann. Was denn für einen anderen, den vom König? Zur Premiere wird sie was einfach unpöslich. Was denn für einen anderen? Den Sie vorhin von mir bekamen. Vom König? Und an wen? An Sie? Oh Himmel, wie schrecklich habe ich mich verstrickt. Den Brief? Heraus damit, ich muss ihn wieder haben. Vom König Briefe? Und an Sie? Den Brief im Namen aller Heiligen. Ein unschätzbarer, teurer Brief, den alle Kronen Philipps einzulösen zu leicht, zu unbedeutend sind. Den Brief behalte ich! Großer Gott, ich bin verloren! Die ist nicht verloren, die ist einfach beschissen. Sprich's nicht aus, ich weiß, was du sagen willst. Prinz, noch ein Wort! Prinz, hören Sie! Er geht. Ja, und zwar in meine Garderobe. Natur? Ich weiß von keiner. Ort ist jetzt die Losung. Wer der Menschheit Bande sind der zwei, du selbst hast die zerrissen, Sieher, in deinen Reichen. Ja, in deinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnst? Oh, seht! Seht hierher! Es ist noch kein Mord geschehen als heute. Gibt es keinen Gott? Was dürfen in seiner Schöpfung Könige so hausen? Könige so hausen? In Toledo sieht Isabella zum ersten Mal ihren Stiefsohn Don Carlos. Und der skrofulöse, hinkende, schiefgewachsene und am Reden behinderte Halbidiot. Wenn das der Herzl wüsste. Ich gehe noch eine Viertelstunde zur Isa mit den Kindern. Vielleicht finde ich deine Geschichte, Abel. Ja, such sie mal. Und dann erzählst du sie mir. Ja, das tue ich. Vielleicht finde ich deine Geschichte, Abel. Meine kleine Eva. Habe ich mich vor den Frechheiten der Zeit gerettet? Die Liebe zu diesem Kind. Das wäre tendenziös. Mach was. Theorie. Es war ja nicht unverhofft, mein Gefühl. Nein. Nicht. Ich war darauf vorbereitet. Auf diese Opposition gegen die Geschichte der Gegenwart. Höchst sonderbar. Ich kann mich immer noch nicht beruhigen, Vanya, dass man dich mit dieser Partnerin auftreten lässt. Ja, die Kurwittel. Zu Possenspiele nicht gemacht, nur um zu buhlen mit verliebten Spiegeln. Und mit dem Intendanten. Dann ist mir alles klar. Na, wie findet ihr die? Hervorragend. Damit wirst du Eindruck machen bei Frau Dierschall. Vanya, ich bräuchte noch ein Bärtchen. Da in der Schachtel. Such dir eins aus. Was kriegen wir denn daher? Die Eierration, gute Frau. Für wen, bitteschön? Familie von Wolzow. Von Wolzow? Ist dieser Zuzug? Wie ist denn die Adresse? Himmelreichstraße 1, Parterre. Ja, wo ist denn die Straße? Ganz in der Nähe, beim Englischen Garten. So, 250 Milliarden kriege die. 250. Dankeschön, der Herr. Beehren Sie mich bald wieder. Gern. Die Herrschaft hat mir um die Ohr schicken, Dr. Bader heißen. Ah, Dr. Bader? Einen Moment bitte. Ah. Wir haben 5 kleine Kinder daheim. Dieses war der erste Streich. So, und jetzt du. Auch Familie Kleinsgütel hungert. Und wir?
haben wir noch eins. Dann haben wir noch eins. Du 5, ich 6 sind 11 und Xaver 5 sind 16. Wenn jeder von uns noch einmal geht, gibt's morgen doch eine Torte. Also, Kinder, jetzt üben wir das Verslein nochmal. Montag fängt die Woche an. Montag fängt die Woche an. Die Woche an. Dienstag sind wir übel dran. Dienstag sind wir übel dran. Dienstag dran. Hm? Mittwoch sind wir mittendrin. Mittwoch sind wir mittendrin. Donnerstag gibt's Kümmerling. Donnerstag gibt's. Und welcher ist heute? Donnerstag, Lori. Dann kriegen die ja alle bloß Kümmerling. Wer? Die auf zu Bert und Ingrid auf Besuch kommen. Ja. Was ist denn das ein Kümmerling? Das ist. Das ist. Na, weil man halt so sagt dazu. Kümmerling ist Pfifferling und wenn man nicht so ganz kennt, dann kann man, dann darf man auch nicht essen, weil man sonst dann enttot ist. Na, vielleicht hat das Lorle recht und dass es Schwammerln sind. Cecilia, gib sie mal den Safran rüber. In der linken Schublade ist er. Wenn es unbedingt sein muss. Sei so nett. Könntest auch schon anfangen, den Hering für den Salat putzen. Ungern. Du weißt, dass ich mit dem Kochen nichts zu tun haben will. Ich weiß. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dich kein Mann genommen hat, Silly. Dich doch auch nicht. Aber nur, weil mein Josef an der Somme geblieben ist. In fremder Erde. Das ist hinreichend bekannt. Es ist gemein von dir, Silly, wie du sowas sagst. Aber ich verzeih dir. Wieso? Stimmt doch. Ich könnte heute Regierungsrätin in Bamberg sein und hätte selbst eine Hilfe im Haushalt. Wenn ich nur etwas von zu Hause mitbekommen hätte. Aber der Herr Bruder hat ja studieren müssen und alles Geld verbrauchen. Und wenn ein Mädchen überhaupt keine aussteuert. Aber Freundin Cecilie, warum regen Sie denn so auf? Sie haben doch noch alle Chancen. Ich will mit den Mannspildern überhaupt nichts zu tun haben. Die sind alle dubios. So wie der Herr Pleifuß aus der Mauerkircherstraße. Und es wohnen mehr Leute in seinem Haus, die sich für ihn auskämen. Montag fängt die Woche an. Montag fängt die Woche an. Dienstag sind wir übel dran. Mittwoch sind wir mittendrin. Donnerstag gibt's Kümmerling. Will kein Kümmerling, will nicht tot sein, will kein Fliegenpilz, will Kuchenteig. Der Teig ist noch nicht fertig, Weißer. Will Teig, gleich Teig. Donnerstag gibt's Kümmerling. Ihr seid jetzt augenblicklich still. Ihr seid ganz böse Kinder. Ich muss euch bald bestrafen. Also jetzt hab ich aber genug. Du bist ein ungezogenes Kind. Du stellst dich jetzt sofort in die Ecke. Das ist ja, lass ich mir nicht gefallen. Nein, Philipp II. War nicht der prädestinierte Vorkämpfer des bedrängten Katholizismus in Europa. Obschon ihn der Glaube seines Volkes, der Wille einiger Päpste und die ihrer Treue wegen verfolgten Minderheiten in den reformierten Ländern dazu machen wollten. Seine Auflehnung gegen das Neue, gegen den Gang der Geschichte war sachlich aussichtslos. Beharrende Vornehmheit gegen die Mächte des Fortschritts und der Umgestaltung, gegen die das Reich zersetzenden Kräfte des Individuums und der germanischen Freiheit. Nein, kein Despot. Nein, kein Despot. Nur ein auf Erhaltung und Bewahrung, auf Erbe und Tradition
leidenschaftlich Bedachter und somit eminent spanischer König. Während er selbst die Zeit zum Bundesgenossen wählte, erwuchs seinen Feinden der mächtigste Helfer in Philipps Mangel an strategischer Begabung und kriegerischem Sinn. Im eigenen Land hingegen Abstieg. Zersetzung. Entartung. Erinnerung an vergangene Größe. Ja, meine Damen und Herren, Philipp, la chaleur de ma présence, sagt er einmal, und glaubt, dass die Wärme seiner Gegenwart einen mildernden Einfluss auf die konfessionellen Gegensätze im Reich hätte. Ich sehe ihn vor mir, in schwarzes Seidentuch gekleidet. La chaleur de ma présence. Verzeihen Sie, ich werde unwissenschaftlich. Mein Kollege heute Nachmittag wird sich mit den Auswirkungen der Staatsverschuldung Spaniens in dieser Geschichtsperiode befassen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nächste Station, Kobiliersstraß. Steigt ihr mal aus? Und Nahrad, was ist Nahrad, Ben? Jen hatte mich an den Zwetschgenbaum hingelegt. Ja, und Nahrad? Und Jen? Jen hatte mir meine Unschuld geraubt. Und zwar zweimal. Nahrad ist Fasching? Ja, und Nahrad? Und Jen hat der Bub nur einen Pfund gehabt und keinen Vater. Schlawiner Drecker da. Ein armes Lodenmeidl hocken lassen. Leid, lass es mit, Doktor. Lass es mit. Haben Sie schon? Ja. Ja. Ein Statist ist ein Gemeiner. Und das hat der Bub geerbt. Gesockschein. Ja. Erst neulings auf dem Land draußen, da hat der Seppel eine Kuh unbeschreiblich gemartert. Eine Kuh? Ja. Ins Euter gezwickt hat es. Muss man sich denn das bieten lassen? Dass solche Themata in aller Öffentlichkeit erörtert werden? Abscheulich. Schämen Sie sich. Warum soll die mir den Scham machen? Er muss sich schämen, der Sauber. Schau, Germo, er mischt sich da in fremde Angelegenheiten. War gescheiter, Sie adoptieren einen Seppal. Nachher war er Ruhe. 50 Milliarden. Empörend. Ich finde es übrigens empörend, Bert, ein Mädchen mit Infinitesimalrechnung zu traktieren. Griechisch und Latein bitte, aber mathematische Funktionstheorien degutant. Tja, in der Tat. Man sollte den Kultusminister aus seiner Lethargie rütteln und ihm einen geharnischten Brief schreiben. In der Tat. Ich glaube, Xaver, wir sollten den Teppich einrollen. Es wird ja getanzt werden. Na ja, roll man ein. Wo stellen wir das Gramola hin? Ach, vielleicht da drüben auf die Kommode. Kommt der Erzengel weg? Ja, der Genius. Der Genius. Ach, und die Platten müssen wir auch noch runterholen, gell? Ja, die Platten. Sonst können wir ja nicht spielen. Wird dein Buffet aufgebaut oder geht das Ganze formlos vor sich? Formlos. Bitte bringen Sie die Esssachen einfach ins Speisezimmer. Da kann sich jeder bedienen. Den Buben hat der Schlag getroffen. Das kommt von fettem Blut. Schnell! Da! Mami, weil er wieder böse war und geschrien hat, ist die Anna unerbittlich gewesen und dann hat er an die Wand müssen, wie heute früh. Und dann ist es geschehen. Muss ich jetzt sterben? Das habe ich nicht gewollt. Nein, mein Liebling, du musst nicht sterben, du bist ganz gesund. Ich bin nicht schuld, Herr Professor, bestimmt nicht. Das kommt nur von fettem Blut, dass er sich immer so aufregt. Anna, hol sie mal einen nassen Lappen. Hier. Ist es, dass wir einen Arzt brauchen, Gnefrau?
Das wird bestimmt nicht nötig sein. Ich meine nur, dass ich jederzeit vielleicht, dass man telefoniert drum oder dass ich gleich mit dem Radl zum Dr. Trunden überfahre. In solchen Fällen ist man ja immer zur Hand, gne Frau. Ich kenne Ihre Treue, Xaver. Danke. Bitte schön. Vielleicht hilft eine kalte Komtesse. Da bin ich sicher. So. Was ist denn das? Ja, das ist nicht das Blau gestauten Blutes, Anna, sondern das von der Wand da. Die färbt nämlich ab, wenn man sie mit Tränen nass macht, wie unser kleiner Beißer. Oh. Ihr Gledowski ist noch nicht eingetroffen, Herr Professor. Oh, das macht nichts. Ich bin nur gerade eben vorbeigekommen. Wann rechnen Sie denn? Nächste Woche bestimmt. Wir haben damals sofort geschrieben. Gut. So. Guten Tag. Ah, Herr Hergesell. Was wird der Professor? Kleine Literatia. Ja, ich habe auch schon was gefunden. Gedanken im Kriege, Abel Cornelius, Pro Patria Verlag Leipzig. Nun, das ist nicht mehr relevant. Der Krieg ist vorbei. Ich habe mir Traktat schon einmal ausgeliehen in der Staatsbibliothek. Jetzt möchte ich mich gern intensiv damit beschäftigen. Vergleiche anstellen. Vergleiche? Ja, zwischen dem hier und Ihrer heutigen Lehrmeinung. Es gibt da nämlich, verzeihen Sie, Widersprüche, Anzeichen von Sinnesänderung. Ich habe nicht meinen Sinn geändert, sondern meine Gedanken. Ich habe sie wieder gänzlich dem zugewendet, was meine Aufgabe ist, Geschichte zu lehren. Eben sagten Sie, der Krieg sei vorbei. Also ist er Geschichte. Er ist zu Ende, ja. Aber seine Folgen sind indifferent, verwirrend, unbewältigt und entziehen sich damit einer historischen Beurteilung. Dann begreife ich aber nicht, dass Sie damals Stellung genommen haben. Sie müssen mir schon nachsehen, Herr Hergesell, dass auch ich bei einem kurzen, gewagten Aufenthalt auf sehr infiziertem Gebiet nicht von der Krankheit verschont blieb und mir, wie alle Welt, Gedanken über Dinge machte, ja, sie sogar hinschrieb und drucken ließ, die mich als Historiker nichts angehen. Ein Zeichen von politischer Infektion. Guten Tag. Guten Tag. Gibt es ein Recht auf Patriotismus? Muss ich dieses Recht für mich bezweifeln, vor mir selbst verteidigen? Bin ich kein sehr richtiger Deutscher? Doch, das bin ich. Aber ich habe kein Verhältnis zur Politik, jedenfalls nicht mehr. Der Hergesell spürt das, will mich festlegen. Darf ich Sie beschirmen, Herr Professor? Ich glaube, wir haben denselben Weg. Sehr gern. Was halten Sie von Patriotismus, Herr Hergesell? Patriotismus ist vielleicht ein Effekt des unpersönlichen Stolzes, der... Und damit unziemlich für Sie. Also ja. Unziemlich, wie alles, was zu den bürgerlichen Lebensnormen gehört, deren Unterminierung jetzt und heute zur Disposition steht. Was wollen Sie eigentlich, Hergesell? Was wollt ihr? Wir wollen, dass es irgendwann einmal nichts mehr zu fürchten gibt. Das ist der Fortschritt. Oder die Utopie. Euer Fortschrittsglaube hindert euch, die Atavismen in den geschichtlichen Abläufen zu erkennen. Ja, wir wehren uns gegen die Resignation, die Melancholie. Auch die Gerechtigkeit ist melancholisch. Deshalb sympathisiert sie von Natur und insgeheim mit der melancholischen, der aussichtslosen Partei- und Geschichtsmacht. Was sie zu ihrem Traktat bewog? Schuld, Gewissen, Pflicht, Heiligkeit der Pflicht. Vaterlandsliebe. Diese mit Blut begossenen Moralbegriffe. Herr Professor, stehen Sie wirklich noch zu dem, was Sie damals geschrieben haben? Man kann diese Dinge nicht einfach wegfegen wie Dreck. Man muss sie bedenken. Immer wieder. Der bleibende Sinn in veränderter Zeit. Es war alles noch zu frisch. Es war noch nicht abzusehen, was bestehen würde. Doch. Die politische Moral.
Ironische Melancholie als rückwärtsgewandte Skepsis ist eine Form der Moral, ist persönliche Ethik, ist innere Politik. Verzeihung, Herr Professor, da muss ich aber einwenden. Verzeihung, Herr Hergesell, wir erwarten Gäste. Ich kann jetzt nicht weiter disputieren. Ich bin einer Ihrer Gäste. Fräulein Pleichinger bringt mich mit. Ja. Ach so. Herzlich willkommen, Herr Hergesell. Nein, Dani ist noch nicht da. Er kommt etwas später. Gleich links, die Herrschaften, da wäre dann die Garderobe. Bitte abzulegen. Nehmen wir diesen Assambalburger. Der ist sehr ergiebig. Mami, wir müssen uns hier noch schön anziehen für die Gäste. Du siehst auch so sehr hübsch aus, Lorchen. Ich will aber das blaue Kleid anziehen. Gut. Also die blauen Samtkleidchen. Ich sag Anna gleich Bescheid. Schuld, Gewissen, Pflicht, Heiligkeit der Pflicht, Vaterlandsliebe. Diese mit Blut begossenen Moralbegriffe. Stehen Sie wirklich noch zu dem, was Sie damals geschrieben haben? Erfrischt. Darf ich dir Herrn Zuber vorstellen? Sonnenbräunig, wa? Ja, mein Onkel. Sie haben eine schwere Verantwortung, Herr Zuber. Ich? Für die Höhe der Stammwürze in unserem Milliardenbier. Ja, unter 8% geht nix, sonst gibt's wieder eine Revolution, Herr Professor. Das ist Fräulein Pleichinger. Oh. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns die Ehre geben. Co-Abiturientin, wie ich vermute. Das ist sprachlich ungenau, guter Vorfahr. Mitschülerin müsste es heißen, denn es steht ja noch gar nicht fest, ob ich für meinen Teil das Abitur bestehen werde. Ingrid schafft's bestimmt, Herr Professor. Sie hat den Lehrern und namentlich dem Direktor die Köpfe bis zur absoluten Nachsicht verdreht. Ach, du übertreibst. Warum sollte ich? Brauche ich überhaupt das Reifezeugnis, Greislein? Na, selbstverständlich. Um die Ophelia besser spielen zu können? Das sind doch Flausen, mein Kind. Wieso? Vanya sagt, ich sei sehr begabt. So. Herr Professor, darf ich Ihnen Max Hergesell? Ja, wir sind alte Bekannte. Ja? Famulus sum. Wie ulkig. So, nun lassen Sie sich bitte nicht stören. Wo ist Mama? Belieben schon, den Tee zu nehmen. Hier bin ich. Danny, du Schlot, warum so spät? Du musst entschuldigen, Ingrid. Guten Abend, Herr Professor. Der Meister war wieder sehr hartnäckig heute Abend. Opus 112 dreimal hintereinander. Da tun einem ja die Finger weh. Wann werden wir Sie denn zum ersten Mal im Konzert erleben, Herr Hallstein? Das ist bestimmt noch ein langer Weg. Möchtest du Heringssalat, Danny? Oh ja, bitte. Du, ich habe 10 Minuten gebraucht, diese blöden Pumps anzuziehen. Wahnsinnig eng. Komm einfach nicht rein. Blöde Kiste. Ja, haben wir denn keine Schule für den Garderobe? Ich glaube nicht. Oh, das sollte aber sein. Ja, jetzt lasst euch aber nicht stören. Ich höre, es gibt da gewisse Schwierigkeiten. Stimmt das? Ja, bitte. Professor? Behalten Sie Platz, Herr Herzog. Sitzt da jemand? Nein, bitte nur Platz. Willst du was, Bert? Guten Abend. Möller. Albert hat seine Gitarre mitgebracht. Du wirst im Laufe des Abends noch hören von ihm. Wie amüsant. Er ist Folklorist. Ein Sammler und Sänger von Volksliedern aus allen Zonen. Zum Ausgleich für meinen trockenen Beruf. Ich sitze den ganzen Tag am Bankschalter.
Herr Herzl hat eben sehr interessant über seine Probenarbeit erzählt. So? Ich hoffe, mein Carlos ist aus einem Guss und historisch richtig. Danke. Ich möchte Ihre Illusion nicht zerstören, Herr Herzl. Schiller hat diese Figur ganz frei aus seiner Fantasie gestaltet. Das ist ja auch legitim für einen Dichter. Zitrone, Herr Herzl? Allerverbindlichsten Dank, verehrter Herr Professor. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, gnädiges Fräulein. Mein Name ist Ivan Herzl. Wie heißen Sie? Eleonore Cornelius und Gerda heiße ich auch noch wegen der Mami. Jetzt hätte ich gern Keks. Konjunktiv. Sie spricht ja makelloses Hochdeutsch. Manchmal, was sie so aufgeschnappt hat. Mhm. Kannst du denn auch Bayerisch sprechen? Ja. Dann sag doch mal etwas. Da muss ich erst mal nachdenken, was ich für mein Bayerisch aussieht. Aussieht du? Haben Sie das gehört? Nordgrenze wird berichtet, dass besonders bei der ländlichen Bevölkerung starke Besorgnis wegen der Übertritte gewalttätiger Haufen aus Sachsen und Thüringen besteht. Es sind bereits mehrfach bayerische Staatsbürger überfallen und ausgeplündert worden. Da siehst du das wieder. Die Preisen wie im 30-jährigen Krieg. Fräulein aus sehr gutem Hause sucht Stellung im Ausland, am liebsten in der Schweiz, als Stütze. Haben Sie vielleicht die Annonce aufgegeben? Ich meine, dass Sie sich verändern wollen? Das ist eine unglaubliche Zumutung, Herr Kleinsgütel. Ich bin doch keine Stütze. Allerdings, das wissen wir. Thank you.
den Schlussstein zum Gebäude zu fügen, sei bereit. Das ist der Sinn der Zeit. Dein Erdenpensum, Palestrina. Ob Fitz nur die Sympathie mit dem Tod gemeint hat. Er lässt doch alles zum Vergangenen hinneigen. Ja, was sehe ich denn da? Ja, was treibst denn du? Ja, ihn schau an. Frisst da die ganzen Kirschen von der Torte. Ja, was meinst du, was da passiert? Ja, da gibt's ja gleich Ohrwaschelrennen. Los, raus aus der Küche. Er darf. Seien Sie, meine Herrschaften, darf ich euch in den Salon unserer werten Greisin bitten, wo das Spektakel stattfinden wird? Keine Metamorphose des Geistes ist uns besser vertraut als die, an deren Anfang die Sympathie mit dem Tode, an deren Anfang die Sympathie mit dem Tode, an deren Ende der Entschluss zum Lebensdienste steht. Avait une rose blanche. La fille du roi était à sa fenêtre. La fille du roi était à sa fenêtre. Et Rivarataplan était à sa fenêtre. Joli tambour, donnez-moi cette rose. Joli tambour, donnez-moi cette rose. Et Rivarataplan, donnez-moi cette rose. Si je vous la donne, vous en serez l'amie. Si je vous la donne, vous en serez mamie. Et rire en rataplan, vous en serez mamie. Joli tambour, demandez à mon père. Joli tambour, demandez à mon père, et rire en rataplan, demandez à mon père. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Sire le roi, donnez-moi votre fille, et rire en rataplan, donnez-moi votre fille. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Et rire en rataplan, tu n'es pas assez riche. Dans mon pays, il y en a de plus jolies. Dans mon pays, il y en a de plus jolies. Et rire en rataplan, il y en a de plus jolies. Sing den Urian, Albert, bitte. Ja, sing das. Oh ja, bitte. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nahm ich meinen Stock und Hut und Polonaise das Reisen wählen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Erzähl er doch weiter, Urian. Erst ging's an den Nordpol hin, da war es kalt bei mir. Da dacht ich denn in meinem Sinn, dass es hier besser wäre. Da hat er gar nicht übel dran getan. Erzähl er doch weiter, Urian. Da war ich in Amerika, da
da sag ich zu mir, Lieber, Nordwestpassage ist noch da. Einmal darüber, da hat er gar nicht übel dran getan. Ich lieg das Gold wie Stroh, du sollst nicht verlieben. Da hat er gar nicht übel dran getan, erzähl er noch weiter, Urian. Und fand es überall wie hier, fand überall den Sparren, die Menschen gerade so wie wir und eben solche Narren. Da hat er übel dran getan, dann sehe er nicht weiter, Urian. Einräumen, dass mit diesen Tänzen sehr wohl etwas Erfreuliches gemacht werden kann, wenn die rechten Leute sich ihrer annehmen. Was ist das für eine Platte? Tröste dich, mein schönes Kind. Kleinen sollten zu Bett gehen. Ach, lass sie doch noch eine Viertelstunde. Es macht ihnen so viel Spaß. Wann gibt's die Torte? Um 8:30 als krönenden Abschluss. Dann gehe ich jetzt meinen Brief aufgeben. Ich komme mit, wenn es dir recht ist. Ja. Ich glaube, man sollte die Jugend eine Weile sich selbst überlassen. Blöde Kiste mit meinen Fremds. Jetzt muss ich die Straßenschuhe doch wieder anziehen. Das Zeug drückt, dass es nicht zu fassen ist. Einfach zu eng. Sie wollen ausgehen, Herr Professor? Ja, ein bisschen frische Luft schaffen. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, danke. Sehr liebenswürdig. Noch recht viel Vergnügen. Jetzt wird es ja besser sein, wo die Schuhe nicht mehr so drücken. Danke, Herr Schön. Ich tanze gleich wieder mit Lorchen, Herr Professor. Vielen Dank, sehr nett von Ihnen. Das wird bestimmt eine gute Tänzerin, wenn sie dann mal in die Jahre kommt. Meinen Sie? Garantiert. Sie sind ja Fachmann. Ja. Komm. Obligate Abendspaziergang. Bei der geht? Netter Junge, dieser Hergesell. Klare Direktion. Alles in Ordnung. Dabei gut aussehend, freundlich und intelligent. Auch der Möller hat mir gefallen mit seiner Gitarre. Du sagst das so sonderbar, Abel. Beinahe eifersüchtig. Ist es wegen Bert? Ich will ihm nicht Unrecht tun. Bert ist ein feiner Junge. Vielleicht mit mehr Fond als die anderen. Sicher steckt eine Menge in ihm. Mag sein, sogar ein Literat oder sowas. Ja, aber man muss auch was können. Ernsthaft sein. Manchmal bin ich pessimistisch. Auf dem Nachhauseweg heute Nachmittag hatte ich ein langes Gespräch mit dem Hergesell. Wir kamen zur gleichen Zeit an. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Nein. Er fehlt in keiner Vorlesung. Keinem Kolleg. Ich glaube, er legt jedes einzelne meiner Worte auf die Waagschale. Das ist ein gutes Recht, Abel. Dabei gebe ich mir die größte Mühe, alles vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus zu beurteilen. Man will ja die jungen Leute nicht mittelbar in ihren politischen Gesinnungen verletzen, die heutzutage natürlich schrecklich zerklüftet und gegensätzlich sind. Ach,
Da gibt es viel Zündstoff. Womit du nichts zu tun haben willst? Offen gestanden, ja. Ob man die Zeitgenossenschaft zurückweisen darf, Abel? Tue ich das? Es gehört zu deiner Melancholie. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Beschütze meine liebe Mami und den Abel und die liebe Anna auch. Meine Dampfmaschine und das Lörchen. Ich kann den Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen, dem Ungeist der Zeit gedankliche Stütze geliefert zu haben. Wer erhebt denn diesen Vorwurf? Was ich dachte, stand im Zeichen und unter dem Druck des Krieges und sagt über diesen mehr aus als über mich selbst. Niemand bleibt ganz der, der er ist, indem er sich erkennt, Abel. Ah, gut, dass Sie kommen, Herr Professor. Gehen Sie doch gleich auf zum Lörchen, die hat's. Was gibt es? Ist sie krank? Na, krank gerade nicht. Der Wischt hat's es. Mir zweint's halt recht heftig, tut's weinen. Zwingst dem Herrn, mit dem es tanzt hat vorhin. Wegen dem Hergesetz? Ja, wegen dem Langhaxerten. Ich kann immer weg wollt's von ihm und auf ins Bett. Die hat's erwischt. Ach, Unsinn. Ich bring das schon in Ordnung, Gerda. Kümmere dich um die Gäste. Ja, das Kind ist halt manchmal recht nervös. Nichts in der Küche zu tun, überlässt man alles meiner Frau. Kindchen. Ja, was ist denn mit meinem Kindchen? Abel, wo Max soll mein Bruder sein? Warum ist Max nicht mein Bruder? Hält sich nämlich an dem, dass bei dem Kind die weiblichen Triebe ganz ungemein lebhaft in Erscheinung treten. Halten Sie doch den Mund. Max soll mein Bruder sein und mit mir tanzen. Ja, aber du hast doch schon ein Brüderchen. Den Beißer. Und den Bert hast du doch auch. Ich will aber den Max. Er kommt bestimmt mal wieder. Morgen? Na, morgen. Morgen machen wir das Kissenspiel. Zuerst bist du das Kissen und dann bin ich das Kissen. Nein. Herr Gesell, hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit? Ja, worum geht's? Ja, weil es gar so weint, das Lörchen. Wenn Sie vielleicht einen Sprung hinausschauen täten und Gute Nacht sagen. Gern. Da hinab. So, mein Lörchen, jetzt legen wir uns hin und schlafen. Doch, komm, Schätzlein. Du musst doch müde sein. Mach die Augen zu. Sieh mal, wer da kommt.
Sehr freundlich von dem Herrn Hergesellen. Das ist gar nicht besonders freundlich von ihm. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass er noch einmal kommt und nach seiner Tänzerin schaut und ihr gute Nacht sagt. Gute Nacht, mein Schätzchen. Schlaf gut und träum süß. Gehen Sie, Anna. Wirst du jetzt schlafen, Lorchen? Und nicht mehr meinen? Jetzt, wo ich gekommen bin. Gute Nacht, mein Schätzchen. Schlaf gut und träum süß. Danke. Nichts zu danken. Absolut kein Wort zu verlieren. Welch ein Glück. Das Lethe mit jedem Atemzug dieses Schlummers in ihre kleine Seele strömt. Dass so eine Kindernacht zwischen Tag und Tag einen tiefen und breiten Abgrund bildet. Und morgen, das ist gewiss. Morgen, das ist gewiss, wird der junge Hergesell nur noch ein blasser Schatten sein. Und sie wird mit mir, ihrem Abel, dem spannenden Kissenspiel obliegen. Dem Himmel sei Dank, Himmel sei Dank.